Das ist der Appenzeller Alpenbitter. 29 Volumenprozent stark und mit 42 Kräutchen drin. Wie viel von welchem Kräutchen ist ein gut gehütetes Geheimnis? Klar ist aber, seit 3 Jahren wird ein Teil davon im Innerrhodischen produziert. Im Moment noch als Pilotprojekt. Eine, die seit dem Anfang dabei ist, ist die Kräuterbäuerin Ida Signer von Gontenbad. Sie baut Wermut, Enzian und Bergbohnenkraut an. Spannend. Wir müssen lernen. Wir haben ja, alles aus dem Kopf müssen machen, selber müssen ausprobieren. Spannend und mit der Natur ist natürlich ist nicht alle auch gleich. Heute gibt es Besuch vom Geschäftsführer von der Appenzeller Alpenbitter, Stefan Mägli. Einmal im Jahr geht er bei den 6 Kräuterbauern vorbei, die für ihn produzieren. Und heute eben bei der Ida Signer. Die Bäuerin ist sehr engagiert, gibt sich Mühe, pflanzt von sich aus auch wieder andere Sachen an, sieht, was kommt, was geht und was geht nicht. Es ist ein sehr schöner Eindruck, es ist wirklich gepflegt, also kann man herkommen, unangemolden und das macht eigentlich Freude. Das Projekt mit den Appenzeller Kräutern aus Appenzeller Boden steht nur am Anfang, soll in Zukunft aber ausgebaut werden. Wir sind gestartet mit 6 verschiedenen Kräutern. Wir prüfen aber nach und nach noch weitere, aber im Moment ist es ein halbes Dutzend von diesen 42. Da muss man wissen, vieles wächst schlussendlich gar nicht da, klimatisch oder aus anderen Gründen. Aber immerhin mal 6 und das ist ein guter Fortschritt. Wer auf dem Hof ist, muss an Zick. Das geht auch am Stefan Mägli nicht anders. Für die Vorbereitung fürs Trocknen vom Bergbohnenkraut spannt ihn Ida Signer drum gerade ein. Und alle Maschinen an kann er nicht nur Zahlen biegen. Ja, hat auch gut gemacht. Hat mich gefreut, dass er mir geholfen hat. Dann sieht er auch, wie viele Stunden oder wie viel es den Händen steckt, um das zu machen. Ja, super Gelegenheit. Speziell bei dem Wetter können aus dem Büro rauskommen, in die Natur sehen, wie Menschen draussen arbeiten, die Kräutchen anlangen, schmecken. Das ist fantastisch. Wie viel von den regional angebauten Kräutern schlussendlich im Schnaps landet, zeigt sich nach dem Trocknen. In einem minutiösen Verfahren prüft und entscheidet der Kräutermeister von der Appenzeller Alpenbitter über sein oder nicht sein. Aber schon jetzt hat das ein oder andere in der Region angebaute Kräutchen im Schnaps drin.